Jetzt haben Sie die EU-Strategie schon angesprochen, Frau von Schnurbein. Herr Dr. Schuster, gibt es denn Unterschiede zwischen den europäischen Ländern? Oder ist Antisemitismus bei uns in Deutschland ganz besonders ausgeprägt? Sollte man doch eigentlich davon ausgehen, dass wir aus den Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges gelernt haben? Ja, es ist sicherlich vielleicht verwunderlich, dass Antisemitismus auch in Deutschland immer deutlicher wird. Nun, der Zweite Weltkrieg, die Shoah liegen inzwischen doch 80 Jahre hinter uns. Das heißt, von denjenigen, die es erlebt haben, sind nicht mehr viele am Leben oder nur noch eine Minorität. Und die Einflüsse von außen, und wir haben gerade eben gehört, Stichwort soziale Medien, nimmt immer mehr zu. Und was in anderen europäischen Ländern ein Wort ist, das wird es eben dann in Deutschland auch. Und da spielt, glaube ich, die Geschichte gerade bei jüngeren Menschen heute nicht mehr die entscheidende Rolle. Trotzdem oder gerade deshalb ist es in meinen Augen wichtig, auch junge Menschen mit diesem Teil der deutschen Geschichte auseinanderzusetzen. Ich bin deshalb oder verfechte es auch unbedingt, dass man eigentlich jedem Schüler während seiner Schullaufbahn einmal die Möglichkeit tatsächlich gibt, im Klassenverband eine entsprechende Gedenkstätte, sei es KZ-Gedenkstätte, oder sei es Reichsparteitaggelände in Nürnberg, also einen historischen Ort aufzusuchen. Und ich glaube, dieses plastische vor Augen führen, darum halte ich ehrlicherweise die Gedenkstätten noch für besser vermitteln doch vielen eine ganze Menge. Und auch jungen Menschen, die nach Deutschland zugewandert sind, gerade auch aus arabischen Staaten, die sich nämlich dann sehr wohl mit der eigenen Familiengeschichte, der eigenen Verfolgung hier identifizieren können, auch Vergleiche herstellen und damit auch diesen Teil der Geschichte nicht nur als irgendeinen historischen Teil annehmen, sondern auch in Verbindung mit der eigenen Familiengeschichte sehr wohl erkennen und auch Lehren daraus ziehen. Frau von Schnurbein, Sie wollten noch was sagen. Ja, ich denke, dass man verstehen muss, dass Antisemitismus mutiert. Ja, wir haben nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der Shoah, wo man hätte denken können, dass es mit dem Antisemitismus endlich ein Ende hat, neue Formen des Antisemitismus erfunden, und zwar relativ schnell. Holocaust-Leugnung und Holocaust-Trivialisierung. Und nach der Gründung des Staates Israel, israelbezogenen Antisemitismus. Heute in der Pandemie sind die Verschwörungsmythen, die wir aus dem Mittelalter und aus dem 19. Jahrhundert kennen, nur neu verpackt. Die Idee, dass die Juden hinter diesem Virus stehen oder dass sie Geld machen mit Impfungen, ja, das ist dasselbe in einer anderen Verpackung. Und am allerschlimmsten finde ich die Kombination von beiden, die Trivialisierung des Holocaust durch den Judenstern ungeimpft, mit dem Leute durch die Städte marschieren. Ich glaube, das muss man verstehen. Der Antisemitismus ist nie weggewehrt. Er wird nicht, umsonst wird es der älteste Hass genannt. Er ist nie weg gewesen und er äußert sich immer wieder in neuen Formen. Es ist ein Virus, was in einer Geschwindigkeit, in einer Perfidität mutiert, was wahrscheinlich mit Corona kaum zu vergleichen ist. Ja. Aber ist es denn ein gesamteuropäisches Ja. Phänomen? Das ist, wir haben gerade zum Beispiel auch diese Kombination zwischen Holocaust-Trivialisierung und dem Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen finden in fast allen EU-Ländern in verschiedener Form statt, verschieden ausgeprägt. Aber in jedem Fall gibt es immer diese Kombination, und das verbreitet sich eben auch
im Netz. Ja, abgesehen davon, dass man diese Utensilien dann auch ohne Probleme im Netz kaufen kann von einem Land ins andere.